Hallo Freunde. Mir geht's gar nicht so gut. Wir haben Partywochenende hinter uns. Ich habe zum ersten Mal seit ungefähr 20 Jahren Geburtstag gefeiert. Vielleicht der letzte, wir wissen es nicht genau, weil die lieben Ärzte mir prophezeit haben, dass es jederzeit vorbei sein kann. Super hoher Blutdruck. Danke an Luzis Frau, die mich praktisch gerettet hat, weil sie mich in die Notaufnahme gebracht hat. So viel zum Thema, warum kommen keine Views mehr. Der Kollege wird das alles schön zurechtkürzen. Kurz mal ausholen. Ich bin da zusammengeklappt. Die mich aufgerafft, die Notaufnahme gefahren. Blutdruck gemessen und da ging die Decke irgendwas bei weit über 190. Irgendwas, keine Ahnung. So viel, dass die Ärzte mich eigentlich da behalten wollte. Ja. Zufällig war es Freitag und die örtliche Ärztin hatte eine Schicht im Krankenhaus. Ein Dörfchen weiter, ungefähr 1 Kilometer, ist sie ansässig. Und deswegen durfte ich nach Hause, weil ich versprochen habe, gleich Montag früh zu erscheinen. Also es war Sonntag, ne? Und Montag erscheine ich da. Weil, da wir im selben Ort wohnen oder im Nachbarort, darf ich natürlich jederzeit vorbeikommen und werde aufgenommen in die, wie sagt man dazu? Ein Hausärztin hast, genau. Ach so. Ich war ungefähr seit über 20 Jahren bei keinem Arzt mehr. Ja, hat dann wunderbar geklappt. Und dann habe ich lustige Tabletten bekommen, die auch interessante Nebenwirkungen verursachen. Ich sage bloß Ramipril, wem das was sagt. Jo. Wie soll ich sagen? Ein Arzt meinte, mit zu schwachem Blutdruck kannst du 120 werden. Mit zu starken vielleicht nur 3 Tage. Ich will ja nicht rumjammern, aber wie gesagt, genießen wir das Leben schön. Deswegen haben wir dann die letzte Nacht durchgefeiert. Ja, es gab am Morgen reichlich Kaffee, was auch nicht so gesund ist. Extra stark, damit wir wieder wach wurden. Wir waren extra stark müde. Wir hatten leckere Sachen. Und wie das hier in dem Dörfchen so ist, alles dabei von Ackermatch bis Umarmung. Ja. So ist das eben unter Kerlen. Lädst du mehr wie 5 Kerle ein, eskaliert leicht die Party, weil jeder hat irgendwelche anderen Interessen, die er dann im Dremel durchbringen möchte. So, haben wir alles gut erklärt, oder? Ja, wie gesagt. Thema neues Studio? Ja, wir haben hier ein neues Studio eingerichtet, das ist noch nicht fertig. Also hier fliegen noch ein paar Möbel raus, das ist hier das ehemalige Kinderzimmer, wo jetzt leer steht, weil die Tochter ist ja inzwischen auch schon ein paar 20 und... wohnt woanders, ich glaube Leipzig oder so, weil ich habe ja keinen Kontakt. So, weil ich nämlich ein böser Papi bin. Ja, es ist eben alles schief gelaufen im Leben. Ja, jetzt machen wir unser schönes Studio rein. Hier fliegen noch Möbel raus, es wird aufgeräumt, dann haben wir hier oben Platz. Kollege wird alles rausnehmen, was nicht ins Video passt. Luzi, danke, dass deine Frau mich gerettet hat und mir das Leben gerettet hat. Werde ich dir nie vergessen und danke, Luzi hat, glaube ich, 2 Kisten sogar mitgebracht, kann das sein? Aber Luzi hat ja auch noch einen Beutel mitgebracht mit diversen anderen leckeren Getränken, die wir dann auch schon teilweise genossen haben, obwohl ich die gar nicht teilen wollte. Du wirst das schön zusammenkürzen. Damit ist alles gesagt. Bitte spenden auf das bekannte Konto. Wer uns unterstützen will, wir arbeiten mit, wie sagt man nochmal, ohne mobile Daten? Nee. Du kennst dich aus, also ohne Vertrag. Ja. Wir haben leider, wer ist das nochmal? Komm grad nicht drauf. Eine Karte, die man direkt bezahlen muss. Also wir haben keinen Vertrag mit dem Handy, wir bezahlen immer direkt. Ein Vertrag ist da viel günstiger, der Kollege wird das einfügen. Deswegen gerne spenden auf die bekannte Adresse. Steuni, tut uns leid, dass wir wegen Gesundheitsproblemchen lange keine Videos machen konnten. In Zukunft wird das besser werden. So. Ja.